Naja, ich bin hier das erste Mal hier in der Galerie. Jetzt, ich habe öfters das Fenster reingeguckt und dachte, naja, das ist unten im Keller. Und fand die auch Finger, dachte, naja, und ich wusste auch nicht, dass hier fast drei Etagen sind. Und finde die Arbeiten außerordentlich von der Qualität. Also was Qualität, wie man das nennt. Und so unterschiedlich auch. Und trotzdem beeindruckend. Ja, also ich bin wirklich berührt, muss ich sagen, jetzt von den. Also auch die hier jetzt. Das ist auch teilweise hier wie als wie Zeichen, Symbole, Gesichter. Also auch sind denn die abstrakten Arbeiten. Ja, der Wald, das ist ja unglaublich. Ja, das haben ja viele. Hier zum Beispiel viele Künstler, die stehen, ein ganz bekannter hier ein Amerikaner, na, David David Hockney. Hockney, der steht jetzt auch vorm Wald und der macht dann 6 Meter vom Warte. Und der hat ja alle technischen Mittel auch immer versucht einzusetzen. Also so, der hat ja auch hier Fax-Ausstellungen gemacht, also in den frühen 70er Jahren schon. Aber jetzt, dann hat er wieder angefangen zu malen. Ja, und das finde ich auch hier so eine gewisse Vielseitigkeit auch. Und trotzdem das ist nicht nur eine Masche. Also bei vielen Künstlern, das muss man ehrlich sagen, wenn das gut läuft, wird die Masche durchgezogen. Ja, genau.